Jugend forscht als Spiegelbild der Gesellschaft. Ob alternative Kraftstoffe, Tempolimitberechnungen oder Maßnahmen zur Plastikeindämmung, die großen Themen der Gesellschaft sind längst auch bei den Jungforschern angekommen. Ich würde schon sagen, dass das wichtig ist, weil, ja, wenn wir die Umwelt zerstören, ist der Mensch halt am Arsch. So. Da ich als Kind nicht so viel ausrichten kann, um diese Umwelt zu erhalten, dachte ich mir, ich muss irgendwas machen, damit ich eben den Großen zeigen kann, wie es wirklich geht. Für die Landeswettbewerbsleiterin ist die Menge der Projekte, die sich aktuellen Fragen der Zeit stellen, keine wirkliche Überraschung. Ökologie, Umweltthemen sind natürlich in aller Munde und dann liegt es natürlich nahe, sich für sowas zu interessieren. Und mir gefällt es aber auch, wenn man hier sowas wissenschaftlich untersucht und nicht nur irgendwelchen Emotionen nachgibt. Seit Fridays for Future ist der neue bayerische Kultusminister mit der Kraft der jungen Generation bestens vertraut. Jugend forscht, setzte trotzdem noch einen drauf. Ich bin, man kann sagen, beinahe geflasht, was hier für tolle Ergebnisse rauskommen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, alles verstehe ich nicht. Ausgerichtet wurde der diesjährige Landeswettbewerb zum zweiten Mal von der Drechselmeier Group, die mit einem umfangreichen Begleitprogramm den Jugendlichen den Einblick in Innovationsprozesse in der Automobilindustrie gewährte. Prinzipiell natürlich denke ich, dass auch die Industrie, die ja ständig davon spricht, die Medien sind voll, dass Fachkräfte fehlen, sich selbst auch darum kümmert, dass wir Fachkräfte die Chance geben, sich zu entwickeln. 11 der ursprünglich weit über 1000 angemeldeten Projekte dürfen Bayern jetzt beim Bundeswettbewerb in Chemnitz präsentieren. So zum Beispiel auch Simon Metzendorf, der mit seiner Murmelmusikmaschine für Begeisterung sorgte. Der Unterschied zum Instrument ist, dass man auf dem Instrument spielen muss und das Musikinstrument ist jetzt überhaupt, das spielt von alleine.